Ist das Haus Slytherin eigentlich von Natur aus böse? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns der interessanten Frage widmen, ob das Haus Slytherin und seine Schüler von Grund auf böse sind. Zunächst einmal möchte ich erläutern, warum Slytherin diesen Ruf überhaupt hat. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Slytherin nicht stets im positiven Licht dargestellt. Schon kurz nach seiner Gründung wurde das Haus oft kritisch betrachtet. Dies hängt größtenteils mit dem Gründer des Hauses, Salazar Slytherin, zusammen, der eine recht eng gefasste Auffassung davon hatte, was es bedeutet, ein echter Zauberer oder eine echte Hexe zu sein. Salazar Slytherin gehörte tatsächlich zu den 4 Gründungsmitgliedern der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er vertrat die Ansicht, dass die Schule ausschließlich reinblütige Schüler aufnehmen sollte. Slytherin war überzeugt davon, dass Hexen und Zauberer mit Muggelhintergrund oder gemischtem Blut keine Berechtigung für die magische Bildung hatten, wie sie von den Gründungsmitgliedern von Hogwarts angeboten wurde. Obwohl diese Einstellung darauf hinweist, dass Slytherin stark voreingenommen und traditionell eingestellt war, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass er als Person böse war. Es gibt jedoch weitere Handlungen von Salazar Slytherin, die seinen Charakter und seine mögliche Dunkelheit etwas mehr betonen. Ein markantes Beispiel ist die Erbauung der Kammer des Schreckens. Es erscheint fragwürdig, warum jemand einen mächtigen und gefährlichen Basilisken, der mit seinem Blick Menschen versteinern kann, direkt unter einer Schule voller Schüler platzierte, oder? Welches positive Motiv könnte da wohl hinterstecken? In Bezug auf seine Fähigkeiten. Slytherin beherrschte die Kunst der Parsel-Sprache, was ihm ermöglichte, mit Schlangen und ähnlichen Wesen zu kommunizieren. Obwohl diese Fähigkeit an sich nicht als bösartig gilt, fällt auf, dass viele bekannte Parselmunde, wie beispielsweise Voldemort und die Familie Gaunt, negative Neigungen zeigten. Dies wirft sicherlich weitere Fragen zu Salazar Slytherins Charakter auf. Ein offensichtlicher Anhaltspunkt, der die grundlegenden Eigenschaften von Slytherin und seinen Schülern in Frage stellt, ist die beträchtliche Anzahl an dunklen Hexen und Zauberern, die dem Haus zugeordnet wurden. Tatsächlich äußerte Rubius Hagrid in der Stein der Weisen gegenüber einem jungen, beeindruckten Harry folgendes: Jede Hexe oder Zauberer, der eine dunkle Seite zeigt, landet im Slytherin-Haus. Du weißt schon, wer war einer von ihnen. Wie die Geschichte voranschreitet, wird klar, dass Voldemort in einer Linie von Slytherin-Schülern steht, die bedauerlicherweise fragwürdige Taten begangen haben. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür. Einige der bekanntesten Persönlichkeiten sind jedoch Bellatrix Lestrange, Dolores Umbridge, die Familie Malfoy, einschließlich Lucius und Draco, die Familien Black und Gaunt sowie die problematischen Carrow-Zwillinge. Zudem gehören praktisch alle Todesser, die uns bekannt sind, zu dieser Kategorie. Hagrids Aussage, dass viele dunkle Zauberer aus Slytherin stammen, trifft zu einem gewissen Grad also zu. Allerdings ist es auch wichtig zu beachten, dass dunkle Zauberer aus verschiedenen Häusern von Hogwarts stammen und nicht nur aus Slytherin. Zuallererst gab es da Peter Pettigrew, ein Schüler aus Gryffindor und einst ein enger Freund von James Potter, Sirius Black und Remus Lupin, der sich dann später als Verräter entpuppte. Wie bekannt ist, verrät Peter, oft als Wurmschwanz bezeichnet, seine vertrautesten Freunde, indem er das Geheimnis des Fidelius-Zaubers enthüllt, nachdem er von den Potters als ihr Geheimniswahrer ausgewählt wurde. Durch sein Handeln lieferte er James, Lily und den jungen Harry an Voldemort aus, der daraufhin die Familie angreifen und töten wollte. Dieses Verhalten von Wurmschwanz war nicht nur verwerflich, er setzte seine Tat nämlich danach auch weiter fort. Kurz nach seinem Verrat beschuldigte Wurmschwanz seinen engen Freund Sirius Black des Verrates an den Potters und bezichtigte ihn des Mordes an sich selber, wobei letzteres von Peter selbst inszeniert wurde. Als Konsequenz dieser Handlungen verloren James und Lily Potter ihr Leben, Harry wurde elternlos und Sirius unschuldig für viele Jahre nach Azkaban eingesperrt. Ein weiteres Beispiel für einen zwielichtigen Zauberer aus einem anderen Haus als Slytherin ist Professor Quirinus Quirrell, der einst ein Schüler von Ravenclaw war. Es mag schon diskutabel sein, inwiefern Quirrells dunkle Taten durch Voldemorts Besessenheit beeinflusst wurden, doch es waren seine Eitelkeit und der Wunsch, die dunklen Künste zu beherrschen und sich als mächtiger Zauberer zu etablieren, die ihn in diese missliche Lage brachten. Er strebte danach, das Schicksal von Voldemort zu ergründen, um mit einem Wissen zurückzukehren, das ihm Ruhm verschaffen könnte. Außerdem war Barty Crouch Jr., der Mad-Eye Moody imitierte und zudem seinen eigenen Vater ermordete, ein Schüler von Ravenclaw und nicht ein Schüler aus dem Hause Slytherin. Nicht alle dunklen Zauberer waren ehemalige Schüler von Slytherin und tatsächlich gibt es zahlreiche Beispiele für Slytherin-Schüler, die sich als außerordentliche, gute Individuen erwiesen haben. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist der legendäre Zauberer Merlin.
Als einer der ersten Schüler von Hogwarts und Schüler von Salazar Slytherin selbst, zeigte Merlin viele der positiven Charakterzüge, die man mit Slytherin assoziieren könnte. Er war ehrgeizig, kreativ, zielstrebig und intelligent. Sein Einfluss auf die Zaubererwelt war so bedeutend, dass das Zaubergamot, ein historisches Gremium vor dem Zaubereiministerium, seit dem 15. Jahrhundert den Merlin-Orden der 1., 2. und 3. Klasse verleiht. Der Merlin-Orden 1. Klasse zeichnete sich durch eine Goldmedaille aus, die an einem grünen Band befestigt ist, das vermutlich auf sein Haus in Hogwarts anspielte. Ein weiteres Zeugnis für Merlins Vielfältigkeit war seine Unterstützung für die Rechte der Muggel, was verdeutlicht, dass nicht alle Slytherin-Schüler von Ideen wie Blutsreinheit und Elitevorstellungen geprägt waren. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist Professor Severus Snape. Obwohl er gelegentlich ambivalent erschien, zeigte er letztendlich eine tiefe Güte, die vermutlich durch seine Gefühle für Lily Potter beeinflusst wurde. Ebenso wurden Andromeda Tonks und Lita Lestrange, zwei weitere ehemalige Slytherin-Schülerinnen, stark von ihren Emotionen und der Liebe geleitet. Beide Frauen haben aus Liebe heraus bemerkenswerte und sogar heldenhafte Handlungen vollbracht. Andromeda löste sich von ihrer familienzentrierten, blutsreinen Tradition der Blacks und heiratete den muggelgeborenen Ted Tongs. Auf der anderen Seite opferte sich Lita Lestrange, um die Brüder Theseus und Newt Scamander vor dem dunklen Zauberer Gellert Grindelwald zu schützen. Zur damaligen Zeit war Lita mit Theseus verlobt, hatte jedoch eine tiefe, langjährige Bindung zu ihrem Jugendfreund Newt. Auch Horace Slughorn sollte nicht unerwähnt bleiben. Zwar unterhielt er einen exklusiven Club von Schülern, von dem er dachte, dass er ihm Prestige verleihen würde, doch stand er gewiss nicht in Verruch, ein dunkler Zauberer zu sein, obwohl er aus Slytherin kam. Nicht zu vergessen ist auch Regulus Black, der sich gegen die Überzeugungen seiner Familie stellte und einen der Horcruxe von Lord Voldemort entwendete, im Bewusstsein, dass dessen dunkle und mächtige Kraft aufgehalten werden musste. Dies zeigt, dass die Merkmale von Salazar Slytherin, obwohl sie mit selbstsüchtigen, überheblichen und ja, dunklen Zauberern in Verbindung gebracht werden, nicht immer in diesem Licht erscheinen müssen. Tatsächlich können die Charakterzüge eines Slytherin-Schülers wie Ehrgeiz, Kreativität, Entschlossenheit und Klugheit durchaus positive Qualitäten sein und nicht zwangsläufig negativ interpretiert werden. Kommt es mir nur so vor, oder erinnern diese Eigenschaften nicht ein wenig an eine Mischung aus Gryffindor und Ravenclaw? Zwei Häuser, die von den meisten nicht direkt mit angeborener Bösartigkeit assoziiert werden. Dennoch zeigten viele Gryffindor-Schüler manchmal eine unüberlegte und laute Art, ihre Tapferkeit oder Mut zu präsentieren. Dies erklärt vielleicht einige der weniger lobenswerten Handlungen von James Potter und seinen Freunden, den Rumtreibern. Wie bekannt ist, machte sich diese Gruppe mehrfach über den zurückhaltenden und weniger beliebten Severus Snape während ihrer Zeit in Hogwarts lustig. Einmal hoben sie Severus sogar magisch in die Luft und ließen ihn kopfüber baumeln, während sie ihn spöttisch verhöhnten. Solch ein Verhalten, das man einem Mitschüler entgegenbringt, könnte man eher mit Slytherin als mit Gryffindor in Verbindung bringen. Es könnte auch der Fall sein, dass einige Werte von Ravenclaw ein Zauberer oder eine Hexe in die Irre führen könnten. Ein Beispiel hierfür ist der Geist der Grauen Dame, eigentlich bekannt als Helena Ravenclaw. Sie war die Tochter von Rowena Ravenclaw, einem der Gründungsmitglieder von Hogwarts. Getrieben von dem Wunsch, aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter herauszutreten und wegen ihrer eigenen Intelligenz anerkannt zu werden, entwendete sie das magische Diadem ihrer Mutter. Dieses Ereignis teilte sie mit Harry in die Heiligtümer des Todes, indem sie sagt: "Ich habe das Diadem gestohlen, um mich klüger und bedeutender zu machen als meine Mutter. Ich bin damit weggelaufen." Dieser Akt des Verrats und der Selbstsucht kostete Helena letztlich das Leben, was eher typisch für ein Slytherin als für ein Ravenclaw erscheint. Doch in Wahrheit gehört sie zu keinem dieser Häuser. Und das war's schon wieder mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass das Haus Slytherin von Natur aus böse ist? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo für den Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.